Lampukistan Gaming ist hier mit einem neuen Video. Heute schauen wir rein ein bisschen in Elden Ring. Die Tage gab es ja eine Ankündigung. Der heiß ersehnte DLC Shadow of the Earth Tree wurde angekündigt für den 24. Juni diesen Jahres. Sprich, das sind noch gute 4 Monate. Und die Leute, wir sind 2 Jahre gut drin jetzt in Elden Ring. Das heißt, er wurde sehr heiß erwartet. Wir gehen aus diesem Grund ein bisschen rein. Mein aktueller Save, wir machen erstmal kurz den Bären weg, ist ein auf Magie geskillter Build. Ja. Wir gehen mal kurz rein in meinen Typen. Ihr seht das, ich bin auf Weisheit gegangen. Wir können hier gerne die Erklärung machen. Und zwar auf Weisheit. Das bedeutet, dieses Attribut ist für Schimmerstein-Zauberei erforderlich. Habe ich noch nie gemacht in irgendeinem Souls-Game. Und deshalb habe ich mir gedacht, yo, damit bin ich gerade drin. Wir sind an dieser Stelle hier angelangt, kurz vor dieser Riesenstadt. Hier liegen auch noch meine Seelen irgendwo, warum auch immer. Dachte ich, hier kommt man, glaube ich, rein in die City. Ja, das ist die Map aktuell, die ich erspielt und erkundet habe. Und wir müssen uns hier oben, wir schwingen uns mal auf unser treues Ross. Da oben ist irgendwo so ein Typ. Und an dem müssen wir vorbei. Aber da müssen wir, glaube ich, da hoch. Jetzt passt mal auf. Hier gab es, glaube ich, irgendwo diesen Wirbel, wo wir hochjumpen können, oder? Nee, da müssen wir reiten. Gut, dann reiten wir hoch. So. Jetzt muss ich mich selber kurz orientieren. Ich glaube, wir müssen da nach oben, ne? Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Eingang in diese Stadt gibt. Oh, da sind diese riesen Archer. Vorsicht. Da rechts. Seht ihr den? Der wird jetzt gleich seinen Bogen zücken, glaube ich. Da steht nur... Oh, fuck, da ist noch einer. Alter, was ist er hier? Shit. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, unsere heutige Aufgabe ist es, diesen Kollegen hier zu versuchen. Ich habe euch ja gefragt, eine kleine Umfrage gemacht. Guck mal, da ist so eine Boss-Wall und da steht er. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr gerne immer sehen will, wie ich ein Game mal für eine Folge spiele oder anzocke, austeste. Da haben sich ja ein paar Leute beteiligt, fand ich ganz gut. Und deshalb machen wir das am heutigen Samstag und gucken ein bisschen rein. Eben aufgrund der Ankündigung des Elden Ring DLCs. Last Souls-like ist nicht jedermanns Sache. Ich habe auch mal ein Elden Ring Let's Play ein bisschen gemacht. Könnt ihr oben verlinkt euch anschauen, wenn ihr mögt. Aber wenn wir hier ein Full Let's Play machen, dann hockt man 5 Jahre noch da. Ne? 2030, wenn es die fliegenden Autos gibt. Gut. Also, wir gucken heute für eine Folge rein und versuchen, diesen Kameraden, diesen Burschen hier zu legen. Wir gucken mal. Ich habe aktuell mal den Kürbismann ausgewählt. Der war nicht ganz so geil. Die Skelette waren nicht so gut. Die Wölfe haben gute Arbeit geleistet, weil es eben 3 sind und man ein bisschen... das sind die Aschen, die ich übrigens habe. Die 6 habe ich nur aktuell. Wir versuchen aber nochmal den Kopflosen, weil der ist richtig... Das ist ein richtig geiler Typ. Wer war er nochmal? Kriegsmagiers Hugues. Komm, wir probieren ihn mal auch noch aus. Dürfte eigentlich... Wie viel FP haben wir? 141. Gut. Also. Herbeirufung. So, er hier... Oh, Alter, er ist ja... Okay, er kann zaubern und schlagen. Der alte Mann. Gandalf. Gut. Wir müssen wahrscheinlich... Tun wir uns leichter, wenn wir uns aufs Pferd schwingen und ihn dann schön von der Distanz aus den hier verpassen. Ja, weil wir machen richtig gut Damage. Wenn er das macht, dann macht er nichts. Jetzt Feuer. Wir haben nur... Ich habe 2 Probleme. Wenn er in seine zweite Phase kommt, dann kriege ich Probleme, Leute. Wenn er mit seinem... Oh, oh. Ja. Wenn er in seine... Oh, er hat ihn richtig mit Mage bearbeitet. Genau jetzt habe ich ein Problem.
Ich kann das nicht richtig dodgen. Guck da, mit dem Pferd kannst du vergessen. Sie sind One-Hit. Ja, wir hätten uns heilen sollen, klar. Da habe ich richtig massiv Probleme. Wenn wir an diese Phase kommen. Da habe ich noch... Da ist noch kein Kraut gewachsen. Zu Fuß haben wir, sind wir natürlich behäbiger und er kann uns öfter hitten. Ja? Das ist halt die Frage. Aber wir probieren ihn nochmal. Die Leute sind halt sehr schnell tot. Diese Aschen. Ja? Das ist ein bisschen das Problem. Und andere Zaubereien als jetzt hier noch Großschwert Phalanx, Sternschauer oder Schimmersteinbogen habe ich nicht. So. Das heißt, damit müssen wir dealen. Vielleicht können wir noch irgendwie... Versuche ja immer gern alle Mittel auszureizen. Ja. Ich habe auch schon versucht, mit schön, mit Gift, ja, ihn zu vergiften. Das ist auch noch irgendwo möglich. Sehr schwierig. Vielleicht irgendwas, wo wir einen Schutz gegen. Was macht der für eine Zauber? Lightning, so Blitze, oder? Haben wir da irgendwie vielleicht. Verbrauchsgüter? Also, wir sind gerade im Crafting-Menü, ja. Hier können wir herstellen. Das halt Vergiftung. Robustheit, Objektentdeckung. Brauchen wir alles nicht. Magischer Bolzen. Wurf. Alle Objekte. Ne, wir haben nichts. Da ist nichts Gutes dabei, ne? Imitiert. Das ist natürlich nicht schlecht. Das haben wir, glaube ich, mal ganz am Anfang gefunden, ne? Das gibt es in einem der ersten. In einem der ersten Dungeon. Beziehungsweise in diesem Stormwell Castle. Glaube ich, da ist das drin. Gut, also wir machen uns nochmal auf an den Kollegen hier. Wir heilen uns auch leicht selbst mit der Zeit. Wie gesagt, wir machen richtig gut Damage. Oh, oh. Oh, das war knapp. Wir müssen wahrscheinlich auch wirklich nah dran bleiben. Oh Gott, er macht uns halt einfach One-Hit fast, ne? Jetzt geht auch wohl so ein Ad los, ist gut. Oh, 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 das war knapp. Oh nein, jetzt kommen wir nicht mehr weg, ja. Zu gierig. Nicht auf uns, nicht auf uns, nicht auf uns. Wie dodgt man das? Wie? Es ist so schwierig. Okay, er ist nicht schlecht. Der macht auch ab und zu einen richtig geilen Zauber. Wir hätten noch im Angebot diesen Scheiße. Die kann er durch seine AOE-Attacke relativ schnell kaputt machen, ne, mit seinem Flächenangriff. Der Kürbiskopf hält nicht genug aus. Wir probieren nochmal den Lutel. Der hält eigentlich relativ viel aus. Der kann sich auch teleportieren. Hier direkt Vollgas trinken. So. Es gibt halt auch leider keine richtig guten Zaubereien, die ich noch anwenden kann. Wir müssen ihn versuchen, sehr viel Damage gleich zu Beginn zu machen. Bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Dann müssen wir ihn schon richtig runter tanken. Mann! Ah, wieder zu spät, ey. Dodging geht eigentlich recht gut. Jetzt hat er schon das hier. Oh Gott, jetzt sind wir gleich tot. Oh Gott. Feuer, nein, oh, das war ein guter Schweiß. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wann er diesen Move macht mit diesem Blitz. Das ist der einzige, den man, wenn man nicht zu gierig ist, so wie ich eben, eigentlich gut umgehen kann. Ja, so, den Kollegen. Arzneimische, das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, ne? Da was Geiles zu pimpen. Was haben wir denn da gerade in der Verlosung?
Da ist drin, regeneriert gewisse Zeit Lebenspunkte und... Oh ja, das müssen wir reinmachen, unbedingt. Warum ist das nicht... Machen wir mal so. Ist jetzt egal. Gut, Ausdauer und Lebenspunkte Regeneration machen wir. Dann können wir mehr casten. Nein, genau jetzt macht er wieder seinen scheiß Feuerball, ey. Bruder, wir kriegen ihn ein Drittel, ein Viertel down. Dann sind wir immer zu gierig. Das Problem ist, wir, eine Zauberei dauern halt immer eine Zeit, ja? Null Progress, Leute, null Progress. Also, den Dude beschwören brauchen wir einmal. So, was hier, was haben wir denn hier noch alles? Er schafft viele magische Bolzen. Ja, aber macht das wirklich so krass Schaden? Ah. Don't know, ich finde immer, das ist dann im Weg, ne? Ja, gut. Wir machen noch Ding rein. Ihn hier. So, jetzt müsste das passen. Ach so, halt. Einmal das hier. So. Und ihn machen wir dann da rein. So. Weil jetzt machen wir das so. Wir snacken uns das. Wir snacken das. Wir trinken direkt. Und gehen steil. Und jetzt sind wir nicht gierig. Ja, oh, das war knapp. Knapp gedodged. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, ob er seine Flammenattacke macht. Nein, er greift ihn an. Sehr gut. Wir müssen ihn ein bisschen auf mich locken wieder. Okay, jetzt hat er das wieder. So, wenn er jetzt zuschlägt. Nee, jetzt macht er Feuer. Okay. Und jetzt. In der Luft. Okay. Wenn er das hoch macht, dann macht er so einen kurzen nach unten. Und dann macht er diese Blitzattacke. Nein, jetzt sind wir tot. Einmal zu gierig. Einmal. Aber jetzt haben wir es, Leute. Wir sind dran. Wir machen Progress. Jedes Mal ein bisschen mehr. Ja? Jedes Mal ein bisschen mehr. Okay. Wir machen richtig insane Damage, ne? Also das sollte eigentlich... Aber jetzt kann er gehittet werden von unserem Buddy. Nur mal beobachten, was er macht. Oh nein, jetzt habe ich den Halt dran genommen. Oh, ich Idiot. Scheiße. Wieder auf ihn. Oh, er hat gedodged. Nice. Jetzt. Ah! Wir haben es nicht geschafft. Scheiße. Alter. Kurzen Schluck aus der Pulle nehmen. Okay. Death Counter ist real, Leute. Death Counter ist for real. Lass uns das jetzt hier machen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Jetzt müssen wir uns mal merken, welchen Abstand wir nehmen können, um ihn gleich zweimal zu hitten. So. Was macht er? Noch nichts? Treffer. Dodging! Oh, ich kann nicht dodgen, Leute. So nicht. Zack, wir können auch so einen richtig krassen Feuerball. Es sind wir tot.
Also wir können auch so einen richtig krassen Schimmerstein-Dinger ausjagen, wenn wir länger gedrückt halten. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so effektiv. Ja? Mal schauen, wie lang die Folge wird. Ob wir es schaffen, diesen Kollegen heute noch zu legen. Ja? Jetzt regnet's dann. Das passt zur Stimmung, ne? Wenn wir den ersten... Zack! Dann ziehen wir direkt mal 600 ab. Ein normaler macht 300 Hit, Schaden ungefähr. Junge! Ah, dass man aber auch keine schnellere Zauberrate bekommt. Schaffen es ihn auch halt auch nicht, ihn zu staggern. Scheiße, jetzt müssen wir. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist der AOE-Angriff. Der ist fein für uns. Zu gierig. Ganz klar zu gierig. Nein, das ist auch so gierig. Aber guck mal auf seine Lebenspunkte, Leute. Guck mal auf seine Lebenspunkte. Zwei oder drei Tries noch, dann haben wir den Bastard. Marikas Pfahl. Come on. Diesen Typen, wir müssen den legen, um da vorbeizukommen. Ich will auch da vorbei. Ja? Also, Trank. Klingel. Nächster Trank. Und jetzt machen wir wieder diesen krassen Angriff. Vielleicht können wir den auch zweimal hier an die Felsen. So, weil da haben wir ihm gleich mal 1000 LP genommen. HP, whatever. Wie auch immer ihr das nennen möchtet. Uns hittet er auch gleich richtig durch. Sehr nice sowas. Wo ist unser scheiß Buddy? Zu nah dran, ja. Seh. Junge, treff den Typen, Alter. Oh Gott, der geht auf uns los. One Hit. One Hit mit diesem Blitzangriff. Okay. Nice try. Sind wir gleich 20 Minuten drin. 10-mal gestorben. Es sind Flüchtigkeitsfehler. Ich muss sagen, die Geduld fehlt mir irgendwie ein bisschen. Das ist leider meine Schwäche. Etwas, ja? Einmal, dann dodgen. Einmal, dann dodgen. Einmal, dann dodgen. Ja. Sechshundert, Alter. Geiler Scheiß. Nicht gierig. Ja. Jetzt können wir gierig werden. Zweimal. Einmal noch. Gut. Wenn er zu nah kommt, können wir nicht zaubern. Jetzt müssen wir ein bisschen Abstand gewinnen. Wenn er sich dreht, schießen. Genau. Gut, er geht nicht auf uns. Macht er den Versteck nur normal. Trinken. Oh, oh, das war Dusel. Wenn er uns getroffen, wenn er auf uns gegangen wäre, wären wir jetzt tot. Safe, safe, tot. Scheiße, konnte nicht ausweichen. Wenn er auf uns geht, sind wir tot. Shit. Mann, da muss man... Scheiße, ja. Fuck it, Mann. Wir sind dran, wir haben ihn fast. Das ist Souls. Das sind diese scheiß Souls-Games, ja. Mann, Mann, Mann. Gut, weil wir wollen keinen Heiltrank weiter verschwenden. Denn,
Ich habe das hier und das heilt ja auch Lebenspunkte. Genauso habe ich ja noch, habe ich noch gar nicht gezeigt, diesen Ring hier. Der hier erhöht FP-Regeneration. Und der hier regeneriert langsam Lebenspunkte. Haben wir noch was anderes vielleicht um irgendwie... Pass mal auf, Talismänner habe ich ja noch gar nicht. Heilige Angriffe. Wir haben Leid. Das bräuchten wir aber mit Schimmerstein, Leute. So. Resistenz gegen Feuer. Das ist kein Feuer, ne? Aber wir machen das hier mal noch rein. Dann haben wir noch mehr Lebenspunkte. Vielleicht rettet uns oder bewahrt uns das vor irgendwas. Who knows? So, Trank. Guck mal, wie schnell wir heilen. Ist nice, ne? So. Abfahrt. Jetzt drücken wir ihm zwei große Spells erstmal wieder. So, nicht gierig werden. Immer nur einmal feuern. Ja? Hier eigentlich warten, nicht sofort feuern. Okay. Boah, das war ein knappes Dodging, Leute. Okay, jetzt müssen wir warten, was er macht. Gut. Wir haben es gedodged. Wir haben es gedodged. Nein! Nein, nein, nein! Oh! Kacke. Okay. Ah, ich bin nicht ausgewichen. Oh Gott, das war knapp. Hallo? Okay. Okay. Jetzt? Nein! Oh, zu früh. Bevor er, wenn er den so hoch macht und bevor er den Arm runter macht, da müssen wir dodgen. Scheiße, okay. Wir haben es bald. Okay. Zum Glück sind die Ladezeiten sehr gut auf der PlayStation 5. So, 1000 Damage drücken dem Kollegen. Nochmal so einen fetten habe ich ihn verpasst. Aber ich will, glaube ich, auf die einfachen kleinen gehen. Doppelter Schlag, okay. Kann er gerne machen. Okay. Ah, ein Mühe früher, ein Ticken früher. Ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht dodgen. Es ist unfassbar schwer. Dieser Boss macht mich wahnsinnig. Okay. Nächster Versuch. Jetzt wisst ihr, was ich vorhin meinte mit Let's Play. Ja. Keine Chance. Können ihn aber auch nirgends hinlocken oder so, ne? Er hat halt auch einfach seine Range-Dämme, seine Range-Attacken. Guck mal, wie er sich langsam schon dreht. Kleine Penner, ey. Komm mal ein bisschen auf mich.
Kollege. Gedodge. Nein! Oh. Ah, komm on, ich bin ausgewichen, ey. Okay, jetzt ist er tot. Okay. Zu gierig. Okay. Oh, komm. Wir haben es aber fast geschafft. Oh, es ist so schwierig, diese scheiß Attacke. Ich kann sie nicht einschätzen, wann genau man dodgen muss, ey. Es ist so knapp. Schade, dass unser Kollege nicht so viel abgezogen hat, weil wir waren echt gut im Game gerade. Okay. Okay. Mann. Oh. Okay. Oh, ist er aber wild hier, der Kollege. Na, ja, genau das brauchen wir, dass er auf ihn losgeht. Half-Life. Oh Gott, wie weit geht denn diese AOE-Attacke? Er muss noch ein bisschen überleben. Unser Kollege muss noch ein bisschen durchhalten. Komm schon. Ja. Mach noch ein bisschen Damage. Oh oh. Oh, scheiße. Oh Gott, hier mit der Heilung selber. Oh Gott, was ist jetzt los? Oh shit, oh Gott! Okay, aber er hat jetzt sein Lightning nicht mehr. Jetzt sind wir tot, lol. Oh fuck, okay. Wow, also die eine Attacke kannte ich noch gar nicht. Die diesen... Dass er von Soup braust. Wow, okay, scheiße. Gut. Okay. Wir können ihn dreimal hitten am Anfang. Vielleicht versuchen wir sogar ein viertes Mal. Nee, zu gierig wieder. Der All-Time Classic. Ja, ja, okay, das war mega, 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 giga gierig. Wir können ihn am Anfang viermal hitten. Wir können ihn am Anfang viermal hitten. Ja? Das können wir, das schaffen wir auf jeden Fall. So. Okay. Let's go. Okay. So. So. Viermal krass gehittet.
2000 LP weg von dem Bastard, ey. Junge. Ja. Okay. Leute! Mann! Vielleicht Flamme muss ich dodgen. Okay. Ja. Jetzt. Na, passt. Ja. Okay. Ah, so langsam, so ein bisschen drauf habe ich. Auch ultra lange, um wieder aufzustehen. Oh. Yeah! Meine Fresse, ey. Oh mein Gott. Halbe Stunde drin. Große Drachenkralle. Drachenklauen-Schild. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Mach's gut bis dahin und bloß kein Stress.